Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Igelbau, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Oh mein Gott, Igelbau sieht anders aus. Was ist mit Igelbau passiert? Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen aufgeräumt und mich um so einige Sachen gekümmert. Es bringt nichts, Winterwege zu verlegen, da der Winter, so wie er jetzt aussieht, bald vorbei ist. Hallo Tabea. Jillian, du bist das. Haben uns ja schon seit ungefähr 4 Wochen nicht gesehen. Kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Schön, mit dir zu plaudern. Yo, Mann. Hallo, Tabea. Ja, also es lohnt sich nicht mehr, Winterwege zu verlegen, weil das ist eh bald wieder grün. Was? 25. oder 24.2. wird es wieder grün und das ist bald, also brauchen wir auch nicht die Mühe machen. Aber ich habe neue Treppen verlegt. Seht ihr die Treppen hier? Ich finde die schön. Ich würde das hier vorne wieder wegmachen, weil ich das zu nah vorne dran finde. Und vielleicht kommt hier auch mal irgendwann eine Stadtverschönerung, hier eine Bank oder so. Hier eine Bank wäre voll schön. Aber erstmal darf das hier einfach so bleiben. Ich habe auch mein Haus verändert. Weil ich persönlich finde, es ist ein bisschen jahreszeitengemäßer, sowohl für Frühling als auch für Winter und so. Mit der dunklen Tür, dem blauen Dach, dem Backsteinhaus, dem asiatischen, da muss ich vielleicht noch was machen, Briefkasten davor. Aber ich mag die Mauer sehr, weil die passt hier sehr gut dazu. Ja, und die ganzen Büsche sind jetzt alle groß geworden. Ich habe hier mit den Blumen ein bisschen herumdekoriert. Ich packe das mal weg. Ich habe hier ein bisschen mit den Büschen herumdekoriert. Unter Bärs Haus haben wir jetzt schwarze Tulpen und orangene Blumen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr züchten. Und es ist auch wesentlich pinker um das Haus von Elise geworden. Und Elises Haus hat sich auch verändert. Das hat jetzt ein Märchen, Briefkasten, die immer noch diese Nixentür, aber immerhin dafür schon mal den pinken Boden. Die Nixentür muss noch überarbeitet werden, muss eine pinke Tür, komplett pink muss da wieder hin. Und dann gibt es da hier diese Blümchen, die Blümchenfassade ist das. Ich denke, das wird auch gerade im Frühling sehr schön aussehen. Die goldenen Rosen habe ich jetzt ausnahmsweise mal hier hingestellt, weil ich finde, hier beim Springbrunnen sieht das sehr schön aus mit den goldenen Rosen. Ich möchte da auf jeden Fall noch ein bisschen was hinpflanzen an so ein paar Stellen und Orte. Und ja, auch hier sieht es sehr schön aus um diese Häuser. Ich mag jetzt auch die neueren Treppen. Ich finde, das sieht damit ganz schön aus und sieht damit ganz ordentlich aus. Macht das Ganze ein bisschen rustikaler mit den dunklen Tönen. Wir werden sehen, wie das aussieht, wenn es grün ist. Aber ja, die ganzen Büsche und Blumen machen sich ausgesprochen gut. Ich habe mir da viel Mühe gegeben. Auch gerade hier den Weg finde ich jetzt schon sehr, sehr schön. Hier kommen natürlich dann auch noch ein paar mehr Bäume hin. Hier möchte ich auch noch ein paar Büsche und Details hinpacken. Aber gerade hier so diesen Blick hier finde ich sehr schön. Ich will hier vielleicht dann noch so einen kleinen Steg hinmachen, sodass man dann hier angelt oder den Angelsteg hat. Und ja, wir haben hier eine hübsche Gestaltung unseres kleinen Obst- und Blumengartens. Da werde ich mir im Sommer auch nochmal genau angucken, jetzt im Frühling, wie das dann aussieht. Da werde ich noch ein bisschen was dran arbeiten müssen. Mir gefällt das mit den Blumen noch nicht so ganz. Ich möchte da einheitliche Blumen haben in einer Farbe und vielleicht passend zu den Jahreszeiten dann immer. Also aktuell wäre zum Beispiel hier immer nur weiß sehr schön. Aber ja, in der Zukunft soll dann hier auch mal was anderes sein. Diese Bäume hier werden wir alle noch fällen. Ihr werdet jetzt denken, was? Und dafür normale Bäume hinpflanzen, weil diese Bäume werden nicht zu Kirschbäumen. Und ja, ich habe ganz viele Bäume von euch bekommen. Ganz viele normale Bäume. Ich werde auch noch normale Bäume kaufen. Die sollten dann hierfür reichen. Dann hätten wir hier halt eine Kirschblütenallee. Und hätten hier halt, ich würde halt hier ganz gerne echt wirklich weiße Blumen hinbringen. Und dann hier lila Blumen, weiß und lila Blumen. Und dann haben wir im Frühling hier ganz lange Kirschblüten, so eine Kirschblütenallee. Und ich kann mir das sehr schön vorstellen. Dafür werde ich aber wahrscheinlich noch mehr Äxte brauchen. Das Ganze ist hier so ein bisschen abgegrenzt. Und wenn wir mehr Stadtverschönerungen haben und sowas, dann können wir noch mehr machen. Apropos Stadtverschönerungen, wir müssen das mit dem Schlummerhaus noch einweihen, glaube ich. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht Party gefeiert. So, hier die ganzen weißen Blumen habe ich noch da angebracht. Habe hier noch nicht so viel gemacht und verändert. Hier oben weiß ich noch nicht so genau, was ich anpassen möchte. Hier habe ich die ganzen gelben Blumen erstmal gebündelt. Und dann geht es hier so ein bisschen über ins Lila. Ich glaube, wir hatten hier gerade Lila. Ich wünschte, man könnte Tannen sagen, sie sollen nicht wachsen, weil ich finde die kleinen Tannen total süß. Aber ich habe jetzt hier so den Weg zu der Doris. Das wird so ein bisschen bunt. Da möchte ich später ein paar Pilze haben und viele von diesen lilanen Blumen. Und dann haben wir hier den Weg runter. Da kommen die zwei Tannen links und rechts, groß und majestätisch. Das sieht dann schön aus. Ich werde wahrscheinlich hier links und rechts noch zwei Tannen hinpflanzen, damit es dann so den, ja, den perfekten Kreislauf gibt. Und dann haben wir hier wunderschöne rote Blümchen. Oh, da kann ich was abholen. Dann habe ich hier so einen Weg drunter gelegt. Und hier die Büsche abwechseln mit den weißen Blumen finde ich halt auch sehr, sehr schön. Hier, das müssen wir noch irgendwie verlegen. Ich habe die zwar erstmal alles gesammelt, um die züchten zu können, aber es ist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Kann ich dich noch mitnehmen? Ja, sehr gut. Dann haben wir erstmal hier noch den Weg. Es sieht auch sehr schön aus. Sieht jetzt einfach sehr edel aus. Es hat sich ziemlich gut entwickelt. Boah, diese Maulwurfsgrille, ne?
Und ja, die Wege werde ich halt erstmal nicht anpassen, weil das erstmal reicht das aus. Was ist denn hier los? Was ist das? Was kriege ich hier heute? Ich kriege Coupons. Ich kriege 5. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Initiative Stadtbegründung. Pflanze mindestens 3-mal einen Setzling. Achso, ja, das habe ich gemacht. Das stimmt, das habe ich gemacht. Profidesign. Oh, ein Profidesign, okay. Ein Haifang, das kann ich nicht. Verkaufe unbeliebte Items bei der Fundgrube. Das machen wir sowieso häufiger. Ja, und dann haben wir hier hinten halt unseren Obstgarten, unseren Obsthain. Da muss ich auch noch dran arbeiten. Das muss definitiv noch gestaltet werden, dann mit richtigen Wegen. Eventuell mit so Wasserwegen oder sowas. Also Elise arbeitet daran, ihr freundschaftliches Level zu unserer Sinatena-Bande zu verbessern, sodass wir dann da auch in der Lage sind, mehr Designs zu nutzen. Und ja, hier habe ich halt jetzt mal die ganzen Tannen gepflanzt. Ich will das hier so ein bisschen abwechslungsreich halten. Büsche, dazwischen Blumen, dann liegen dann ein paar Äpfel auf dem Boden. Dann haben wir hier so die Baumstümpfe und dann liegt da hier mal so ein Bienenkorb und so, dass das oben hier so ein bisschen unsere Waldlichtung darstellt. Und vielleicht packe ich auch wieder in den Wald den Campingplatz. Wobei ich diesmal würde ich das, glaube ich, gar nicht so gerne machen wollen. Später mal hier lieber eine schöne Stadtverschönerung hin. Oh, da ist ja schon wieder Pia. Hallo, Pia. Oh, du bist's. Hallihallo, Schätzchen. Willst du quatschen, Schätzchen? Na, Pia, erzähl mal was. Wie geht's, wie steht's? Hey, wie wär's mit einer Runde Verstecken? Niemand versteckt sich so gut wie ich, Schätzchen. Ach ja, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Das können wir mal machen. Abgefahren. Dann lass uns direkt mal loslegen. Ich trommel nur noch schnell alle anderen zusammen, die Zeit und Lust haben, Schätzchen. Pias Art zu reden ist echt so weird. Die Regeln sind folgendermaßen. Ach Mann, die kennst du ja schon. Tabea, ich und unser kleines Puffelchen, wir verstecken uns. Ja, du musst uns alle finden, los geht's. Also wir müssen Poldi, Tabea und Pia finden. Das sollte klappen. Dann können wir uns die ganze Stadt auch sowieso noch mal ein bisschen angucken. Also ich weiß halt teilweise noch nicht, was ich bei gewissen Regionen machen möchte von der Gestaltung her. Also jetzt gerade hier den Weg nach oben. Ach, guck mal, das ist ja Inga. Ob ich den gesamten Weg hier nach oben, ob ich das hier fällen möchte und es einfach bis hier nach oben legen möchte und dann hier rübergehend. Ach, guck mal, schon wieder Rainer da. Bis zur Sibylle. Weil hier oben die Sibylle, da fehlt halt echt noch was. Also da muss definitiv noch was. Ich werde nochmal einen Stream mit Büschen machen. Ihr habt viele Büsche für mich gesammelt. Ich brauche noch viele Büsche. Und dementsprechend wird es auch noch einige... Hab ich da Puffel gesehen? Ich wollte doch sagen, hallo Polly. Auf Menno, wo hast du mich? Ich dachte, hier wird für mich nie wuchen, Pupfel. Mir habe gefunden, aber 2,55 noch übrig. Du hast noch lange nicht gewonnen. Ja, also ich werde noch eine Menge Streams... Es kann sogar sein, dass hier noch was wächst. Nee, hier wächst nichts mehr. Verdammt. Ich werde noch eine Menge Streams machen und ich werde noch eine Menge Leute einladen, die ihre Büsche hier in mein Dorf pflanzen dürfen. Jeder einzelne Busch hat eine Geschichte. Ich hoffe, wir können auch alle Büsche behalten, sodass ich nicht mich mal verpflanzt habe und dann mal einen ausbuddeln muss, wobei so dramatisch ist das auch nicht. Also sammelt fleißig weiter Büsche, gerne auch noch Bäume, habe ich auch kein Problem mit. Ich habe es jetzt noch niemanden gesehen. Ich habe versucht, die Augen offen zu halten. Auch hier oben, das ist etwas, mit dem ich gerne arbeiten würde. Auch hier würde ich gerne was draus machen. Und wir brauchen halt noch ganz viele Stadtverschönerungen. Also wir könnten dann auch mal den Cheat-Stream machen. Wir könnten mal den Trick nutzen, so wie ich einen Taucheranzug habe, dass ich halt immer mich von Quallen pieksen lasse oder mit Leuten rede, in der Hoffnung, dass sie sagen, sie wollen eine Stadtverschönerungen haben und so weiter und so fort. Ach Mensch. Arg! Ach Mann, du hast mich echt gefunden, Jillian. Naja, gut für dich. Was? Ich werde mich nächstes Mal wohl einfach besser verstecken, Schätzchen. Okay, jemand fehlt noch, denkst du? Du findest das letzte Versteck, Schätzchen? Na ganz bestimmt, Tabea ist doch auch nicht weit. Und ich möchte Igelbau kuschelig und gemütlich gestalten. Also es kann sein, dass wir auch nochmal viele Dinge neu machen werden. Also gut, den Bereich hier, das mag ich sehr, auch mit dem langen Weg da unten. Und es wird immer hübscher und immer lebendiger und kriegt halt jetzt auch schon diesen Flair, den unser Pilzdorf hat. Ihr sagt halt immer so viel, ey, ich will gerne Pilzdorf sehen, zeigt doch mal wieder Pilzdorf und so, aber ihr dürft nicht vergessen, diesen Flair, den Pilzdorf hat, den hat Pilzdorf ja auch erst entwickelt. Und wir müssen auch Igelbau ein bisschen Zeit geben. Oh, hallo, Kugel. Zeit geben, das zu entwickeln. Ein Mensch, sag mal, hast du Tabea gesehen? Okay, ich will, dass es dir gut geht. Wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ich dachte schon, du magst mich nicht mehr. Jedenfalls bin ich froh, dass es offensichtlich doch nicht so ist. Nein, alles gut, alles gut.
Was ist Tabea? Was ist Tabea hinter ihrem eigenen Haus? Das hier ist Tabeas Haus. Nein. Hm, also ich bin einmal rum, also habe ich sie definitiv übersehen. Wobei, ich habe natürlich noch nicht alle Bäume abgesucht. Und am Strand waren wir auch noch nicht. Mit Elise müssen wir auch mal wieder spielen. Elise freut sich ganz bestimmt, wenn wir ihr auch mal wieder ein bisschen mehr Beachtung schenken. Auch wenn ich Elise weniger sprechen werde, sondern halt... Ach Mensch, da ist ja Tabea. Ihr wisst schon, wie sie guckt. Sie hat noch gar nicht bemerkt, dass wir neben ihr stehen. Wah, Mann, hast du mich erschreckt? Schleich dich ja nicht so an. Superkräfte beim Versteckenspielen einsetzen ist total unfair. Sie hat das wirklich nicht bemerkt. Tja, das Verstecken hätte man wohl auch noch etwas besser hinkriegen können, was? Oder du bist einfach ein total unschlagbarer Spürhund. Wie auch immer, dafür hast du dir einen Preis verdient, Jillian. Hier wäre dann dein super toller Sekretärstuhl. Ui, toll. Hihi, wir gewinnen bestimmt das nächste Mal, Jillian. Wie süß. Ja, also es gibt hier noch ganz viele Baustellen. Ich möchte noch ganz viele Bereiche gestalten. Auch hier gerade von Inga das hier weg. Bis hier hoch, ne? Tragt alle den gleichen Pulli. Ach, du sprichst also wieder mit mir. Wie erfreulich. Seit Wochen haben wir kein Wort gewechselt. Dudel, dudel, kork. Nun, ich freue mich, dass es dir gut geht und alles in Ordnung ist. Ja, ja, mir geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Hatte heute auch richtig viel Lust, mich hier um mein Dörfchen zu kümmern. Und alles aufzuräumen und zu gestalten und mir Gedanken zu machen, wie das in Zukunft aussehen soll. Wir werden da auf jeden Fall einen sehr schönen Ort gestalten. So, ich packe nochmal schon mal die ganzen weißen Blumen hier hin, weil ich hatte gesagt, ja, hier oben weiß. Es passt halt sehr gut hier zu dem rosa Haus. Rosa-weiß und dann geht es hier ein bisschen ins Gelb über. Dazwischen kann halt, wie gesagt, rosa sein. Rosa-weiß geht ins Gelbe über. Dann haben wir hier unten mehr die ganzen Tannentöne und es kommen weniger Blumen. Wir müssen halt einfach aufpassen, dass diese Stadt nicht wieder so übelst mit Blumen verseucht ist. Oh, das Angelturnier ist verendet. Ach Mensch, sowas Blödes aber auch. Haben wir beim Angelturnier nicht mitgemacht. Wie schlimm, schlimm. Oh, ich mag die Angelturniere gar nicht, ne? Ich glaube, da werde ich nicht so oft mitmachen. Oh, hi. Oh, hi. Mensch, Yolanda. Nee, Angela ist das ja sogar. Das ist ja unsere Angela. Oh, ja, ich habe unsere Angela nochmal gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, die hat immer so geredet. Ich grüße die Italien. Schreibt dich lustig nach Besuch hierher. Ich muss auch ein paar Besorgungen erledigen. Nur für den Haushalt versteht sich Ding Dong. Ja, ich guck mal, ob ich noch eine Axt bei Gerd finde. Und vielleicht auch noch ein Bäumchen. Und andere Sachen, ne? Die müssen wir alle kaufen. Ah, ne, kann das ist nur... Wie cool. Oh mein Gott, du warst hier vielleicht nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich hätte hier übrigens gerne einen Tannenbaum. Ja, das ist ein Zedernbaum. Ich hätte unbedingt einen Tannenbaum. Und du könntest ihn auch benutzen wie einen Tannenbaum, wenn du willst. Ja, für die. Ich warte, wo ich schon lange nachdenke. Hat lange keiner mehr gekauft. Ah ja, genau. 60 Sternis. Cool, wie sie schifft. Jo, her damit. Jo, danke mal. Und was sind das für Blumen? Ja, das hier ist eine Papageientulpe, ja? Die quatscht dich den ganzen Tag voll und wiederholt, was du sagst. Voll nervig. Die will ich alle verkaufen. Die können wir im Gewächshaus. Gib mir auf den Sack. Wenn ich da vor mich hin summe, summen die mir alle nach. Weißt du, schön so Dünger hier und dann so nach dem Motto so, Tulpe ist lieb, gib Tulpe einen Dünger. Ja, das ist mega nervig. Und das auch noch in so einer schrecklichen Stimmlage. Damit komme ausgerechnet ich natürlich gar nicht klar. Hier 80 Sternis. Ja, komm, nimm mich mal mit. Juhu, Jacke. Und dann nehme ich die da auch noch. Ja, das hier ist ein Gartenpimmel, Primel. Eine Gartenpriebel. Und die ist schön weiß und die kostet 80 Sterne, die andere Wüste haben. Ja, na klar. Juhu, Jacke mal. Super schön. Ah ja, du gehst wieder super, kein Problem. Mach's gut, schau mal wieder rein. Kannst du rausschauen. Ja, ich weiß, die ist alt. Bring ihn immer wieder. Ist mir egal. Okay, Klamotten kaufen kann ich mir nicht leisten, weil ich keinen Platz mehr habe. Gehen wir doch also mal gucken, war das hier schön. Es gibt eigentlich auch keinen Platz mehr hierfür. Willkommen, willkommen. Ja, ja, Mann. Alter. Richtige, hier sind richtige Geräte, du. Der Gerät. Nee, hierfür möchte ich nichts. Tut mir leid. Danke für den Besuch. Ey, komm mal bald wieder, Mann. Da möchte ich dann doch lieber nichts von haben. Ich könnte jetzt mal meine Schlummeradresse dann aktualisieren am Ende. Wir können aber immer noch reinschauen. Vielleicht ist ja was, was die Eliza später haben. Elise haben wir. Vorhanden hier.
Bum, willkommen. Meine Güte, schön, dass du hier bist. Die Arbeiten an deinem Haus sind abgeschlossen. Ja, sehr gut. Wenn du noch was brauchst, ne? Und so. Oh, das wäre ja schon was für unsere süße kleine Elise. Ein pinker Gartenzaun. Das hätte was. Vielen Dank, ne? Muss ich mir jetzt mal angucken, ob ein pinker Gartenzaun bei ihr wirklich gut aussieht. Ich glaube, sie hat aktuell den weißen Gartenzaun. Weil das wäre für Elise, glaube ich, doch schon ganz schön, ne? Also Elischen die Möglichkeit hätte, ne? Ich glaube, sie hat auch genügend Geld. Ich hatte ihr Geld fürs Haus gelegt. Hier muss unser Gartenpimmel eingepflanzt werden. Da. Sehr schön. Wir machen dann halt hier auch noch einen Weg. An ihr Haus vorbei einen Weg, dann bis hier hin. Vielleicht mache ich hier so einen kleinen Festplatz mit irgendeiner wunderschönen Stadtverschönerung, die da hinkommt. Wenn wir die dann mal alle hätten. Also echt ganz ehrlich, was ich gesehen habe, was es da an Stadtverschönerungen gibt und wir kriegen die alle mal nicht. Ja, bis jetzt ist der weiße Gartenzaun. Und so schön er auch ist, ich glaube, der pinke würde ganz gut aussehen. So, das Ganze jedenfalls schön bunt gestalten hier. Und ich mag unser rustikales Aussehen hier sehr. Doch, also ich glaube, das werde ich Elise gönnen. Soll sie sich dann mal mitnehmen. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? Wie viel noch? Ah, nach 3 Blumen werde ich Gemecker haben. Na gut. Aber dann kann ich das hier auch schon mal ein bisschen aufteilen. Hier um das Haus von... Naja, hier könnte man anfangen, die roten Primeln zu pflanzen. Neben das Haus von unserem Polly. Hier so ein bisschen zu mehren dann. Und dann später blaue Blumen dazu zu pflanzen. Das könnt ihr mir vorstellen. Ich finde es übrigens nicht schön, wie ihr euch hier aufgestellt habt. Ist nicht schön von euch, ey. Könnt ihr mal so ein bisschen anders machen. Jetzt so ist schön. Ja, dann noch was Blaues dazu später. Das ist echt süß. Kann man hier noch so einen kleinen Weg vormachen und so. Ich möchte diesen Ort diesmal wirklich sehr, sehr dicht bepflanzt und gestaltet haben. Denn das ist etwas, was ich sehr gemütlich finde und ich finde das immer beeindruckend auf den ganzen Tumblr-Blogs von Animal Crossing New Leaf. Und oh, ich finde, das sieht immer toll aus, was die Leute da machen. Ich möchte aber was Eigenes machen. Ich will mich nicht zu sehr von anderen inspirieren lassen. Ich möchte meine eigenen Ideen umsetzen und deswegen werden wir bei Igelbau sehr viel gestalten und machen und tun. Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Danke für euer Feedback, für das Büsche sammeln. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Animal Crossing New Leaf Livestream. Das wird großartig. Kann ich versprechen, dass das am Sonntag passieren wird nächste Woche? Vielleicht ja, vielleicht nein. Also diesen Sonntag, sonst eher nächste Woche, weil ich bin halt jetzt Freitag und Samstag unterwegs und habe super viel zu tun. Ist alles nicht so einfach. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Namaste. Nee.